Ciao Leute, ich war eine Woche in Ägypten und habe die Apple Watch Ultra mitgenommen und unter Wasser für euch getestet. Und was ich dabei rausgefunden habe, erzähle ich euch jetzt. Bleibt dran. Apple Watch Ultra ist bisher die teuerste Apple Watch, die es bisher gab, ist aber auch die robusteste. Sie hat ein Titangehäuse und kann bis zu 100 Meter unter Wasser benutzt werden. Ich war in Ägypten tauchen, zwar sind wir keine 100 Meter tief getaucht, dennoch konnte ich ein wenig Eindruck gewinnen, ob diese Uhr als Tauchcomputer taugt oder nicht. Denn Apple selbst schreibt im Kleingedruckten, dass diese Uhr nicht als Ersatz für einen Tauchcomputer gilt und man auch einen echten Tauchcomputer mitführen sollte. Es gibt eine eingebaute Tauch-App, also sprich die App, die Tiefe misst. Diese App startet auch automatisch, wenn die Einstellungen stimmen, sobald man damit circa 1 Meter unter Wasser ist. Und was ich auch noch cool fand, ist, dass die Uhr wirklich automatisch misst, wie lange man unter Wasser war. Eure Vitaldaten, aber auch Tiefendaten werden an die Health-App weitergeleitet, sodass ihr das nachvollziehen könnt hinterher. Aber als Tauchcomputer taugt die Uhr noch nicht wirklich. Warum? Weil zum Beispiel der Safety-Stop oder sogenannte Dekompressionsstopp wird nicht mit der Uhr angezeigt. Also das heißt, man weiß nicht, war man jetzt tief genug und muss man an einer bestimmten Höhe Dekompressionsstopps machen oder nicht, sondern die Uhr zeigt lediglich die Tiefe an und wie lange man schon bereits unter Wasser ist. Apple selbst sagt auch, dass es bald eine Drittanbieter-App geben wird, und zwar Oceanic Plus App, bei der man eigentlich die Uhr sozusagen umfunktionieren kann zu einem echten Tauchcomputer. Aber natürlich gibt es hier einen Haken, und zwar, wenn die App erstmal rauskommt, muss man die natürlich runterladen und installieren auf dem Phone und auf der Watch. Man sollte sich registriert haben, und dann gibt es zwei Versionen, eine Free-Version und eine Paid, da wo man ein Abo abschließt. Das Abo allerdings kann man auch pro Tag, pro Monat oder eben pro Jahr abschließen. Und da gibt es dann auch sämtliche Funktionen, die so gesehen ein echter Tauchcomputer haben sollte. $5 pro Tag heißt es. Ja, das ist ungefähr die, zumindest in Ägypten ist das ungefähr der Preis, den man auch zahlt, wenn man wirklich einen Tag einen Tauchcomputer, einen echten Tauchcomputer sich ausleiht. Auf Malediven habe ich gehört, könnte es $25 sein. Insofern ist das relativ fair, aber man hat eigentlich die Uhr bereits gekauft und die war auch nicht gerade günstig. Dadurch, dass die nächste Stufe, die monatliche Stufe, nur $9,99 kostet, ich denke mal ab einem Tag lohnt sich bereits das Monatsabo für $9,99. Da hat man auch die ganze Dekompressionsinfo. Und sollte man irgendwie mehrmals im Jahr tauchen gehen für, sagen wir mal, je eine Woche, dann kann man sich überlegen, auch eine Jahres-Subscription zu lösen für $79,99 pro Jahr. Außerdem wird diese App auch für ganze Familien verfügbar sein. Dort kann man allerdings nur eine Jahres-Subscription lösen für $129. Und ja, dementsprechend braucht man auch, wenn man jetzt irgendwie alle zusammen hingeht und nicht die Uhr irgendwie weiterreicht, auch entsprechend viele Uhren. Ja, keine Ahnung, ob es solche Familien irgendwo gibt. Ganz sicher, in unserem Fall ist es erstmal nicht so, aber diese Option gibt es. So, und jetzt in Ägypten muss ich gestehen, es war ein schöner Gimmick, die Uhr nicht ablegen zu müssen. Auch die Tauchtiefe, die war wirklich sehr, sehr genau. Ich habe das mit dem Tauchcomputer von meiner Frau abgeglichen. Das war extrem gut.
eben wie bereits gesagt, Dekompressionsstopps hat die Uhr nicht angezeigt. Aber was ich noch gut fand, ist die Zusammenfassung hinterher, wo man wirklich bis auf die Sekunde genau so gesehen sehen kann, wie lange man unter Wasser war, wie tief es war, Temperatur hat man angezeigt bekommen. Und was noch am geilsten war, der Tauchgang hat wirklich als Training gezählt. Das heißt, ich habe also meine Kreise beim Tauchen zumachen können. Und das ist ziemlich cool. Ansonsten bin ich mit der Uhr wirklich sehr zufrieden. Die sieht sehr stylisch aus. Ich habe mich für dieses Ocean Armband entschieden, was etwas leuchtet. Aber was die Armbänder anbetrifft und die Vielfalt der Armbänder, soll natürlich jeder für sich entscheiden. Die Uhr werde ich natürlich auch zum Wandern und Bergsteigen benutzen. Wobei, so ein richtiger Bergsteiger bin ich nicht. Eher so ein durchschnittlicher Wanderer, hätte ich jetzt gesagt. Und da gibt es auch eine Höhen-App und genaueren Kompass. Wobei, ob ich den jetzt wirklich ausnutzen werde, ist noch sehr fraglich. Dennoch, ich bin mit der Uhr sehr zufrieden. Sie ist gerade mal 10 Gramm schwerer als meine alte Series 6 oder 5. Die ist mir nämlich runtergefallen und bevor ich die weiterverkaufe, werde ich sie noch reparieren. Das war's auch schon für dieses Video. Wenn ihr an dem Thema Elektromobilität und Tesla interessiert seid, dann seid ihr bei mir genau richtig. Bitte nicht vergessen zu abonnieren. Ab und zu mache ich auch technische kleine Reviews, so wie dieses heute hier. Wenn euch auch das interessiert, bin ich froh, wenn ihr öfters vorbeischaut. Ansonsten bleibt gesund, fahrt vorsichtig und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Bring it to the hood, like she carrying civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing, jiggle, jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. This that back in my back.